Drei Dinge, die dich konstant positiv beeinflussen. Letzte Woche hatte ich ja ein Video hochgeladen. Drei Dinge, die dich konstant negativ beeinflussen, kannst du unten lesen. Und heute gebe ich dir drei Dinge, die dich ja positiv beeinflussen und dafür sorgen, dass du einfach positiver gelaunt bist. Punkt Nummer 1 ist das tägliche Meditieren. 5 bis 20 Minuten Zeit nehmen, dich mit dir selber zu beschäftigen. Meditieren sage ich eigentlich voll ungerne, weil viele das schon so von sich wegweisen, ja, genauso wie vegan oder Rohkost, ja, weil da gibt es schon so eine bestimmte Leute, die das immer machen und das ist dann so, nee, das ist nichts für mich, das ist etwas Modernes, irgendetwas Neues. Meditieren bedeutet einfach nur ein paar Minuten Zeit für dich selber nehmen. Ich weiß, keine Zeit. Du kannst es morgens machen, indem du 5 Minuten früher aufstehst oder abends 5 Minuten vorm Schlafen gehen, dass du dich mit nichts anderem beschäftigst, nur mit dir selbst. Und wie machst du das? Indem du die Augen zumachst, tief Luft holst und einfach nichts tust. Das Schöne ist, damit verbindest du dich mit dich selbst, deine Schwingung wird erhöht und du kommst positiv zur Ruhe und dir werden auch viele Dinge bewusst, weil du einfach reflektierst, weil du zur Ruhe kommst, weil du mit dir selbst beschäftigt bist und nicht im Außen mit eben Facebook, mit YouTube, mit Fernsehen, mit was auch immer, sondern mit dir selber beschäftigt bist. Das ist etwas, das deine Schwingung wirklich positiv hochziehen kann. Also nimm dir Zeit, jeden Tag 5 bis 20 Minuten, dich mit dir selbst zu beschäftigen, indem du die Augen zumachst und einfach nur schaust, was du da für Gedanken in dir trägst. Achte ganz wichtig dabei darauf, dass du deine Gedanken beobachtest, aber nicht kommentierst, nicht bewertest, ja, nicht mit den Gedanken identifizieren, sondern einfach nur beobachten, was geht denn da eigentlich so in mir vor. Und dann kommen wir weiter zu Punkt Nummer 2. Sage dir täglich positive Suggestionen auf, ja, Affirmationen gibt es verschiedene. Das heißt, wenn du dir jeden Tag positive Sätze sagst zu dir selber, tut das unheimlich gut und es beeinflusst dich sehr, sehr positiv. Ich kann dir gerne ein paar positive Sätze einblenden. Ich selbst mache das auch bei mir jeden Tag, habe aber auch vieles hier rumhängen bei mir in der Wohnung, ja, in der Küche zum Beispiel oder im Schlafzimmer oder selbst im Kinderzimmer. Gibt es immer wieder positive Sätze oder auch bei mir hier am Schreibtisch, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wie großartig ich bin, dass ich geliebt bin, dass ich geschützt bin. Es geht aber auch mit Gebeten, dass du die Gebete aufsagst, die dich beruhigen und positiv stimmen. Aber ich werde dir auf jeden Fall ein paar Dinge jetzt einblenden, damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie sowas aussehen kann. Punkt Nummer 3 ist Visualisieren. Sehe dich selbst, wie du dich sehen möchtest. Wie möchtest du dein Leben haben? Wenn du das jeden Tag machst, Bilder siehst in deinem Kopf, von deinem Idealgewicht, von deiner idealen Wohnung, von deinem idealen Leben, wie du dich fühlen willst, je nachdem, was du für Ziele hast. Wenn du das jeden Tag machst, beeinflusst dich das sehr, sehr positiv. Du wirst es im Alltag merken. Es sind Dinge, die ich euch hier erzähle, die ich selbst im Alltag anwende. Ich habe Erfahrungen damit und es beeinflusst mein Leben sehr positiv. Also probier das unbedingt aus mit dem Visualisieren. Du kannst auch gerne ein Bild von dir drucken, wenn du deinen Körper zum Beispiel verändern möchtest. Ein Bild von irgendeinem schönen Körper, den du gerne erreichen möchtest, deinen Kopf da reinkleben und das schaust du dir jeden Tag an. Aber am besten ist es wirklich, wenn du im Kopf ein Bild hast. Ja? Lass dir im Kopf ein Bild entstehen, das du erreichen möchtest. Wie gesagt, es kann eine Wohnung sein, es kann ein Auto sein, es kann ein Urlaub sein auf einer wunderschönen Insel. Ich hoffe, ihr könnt mich hören mit dem Mikrofon. Jeden Tag visualisieren kann dir helfen, deinen Alltag positiv zu beeinflussen. Das war's jetzt mit meinen 3 Punkten. Wenn du wissen möchtest, was dich negativ beeinflusst und wie du das vermeiden kannst, dann klick unten, da ist das Video. Nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du weitere solche Videos sehen möchtest. Glöckchen aktivieren, damit du auch benachrichtigt wirst. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat und du mehr davon haben möchtest. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Video.